Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Meersur-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, 169 Euro hat der gekostet, über 350 Euro Warenwert sollen hier drin sein. Das werden wir natürlich ganz genau nachrechnen. Ich bin gespannt, inwiefern ich die Produkte auch auf der Homepage finde. Ansonsten sind es ja Circa-Preise, die ich einblende. Und ja, hier sollen aber auch nicht nur Meersur-Produkte drin sein, sondern auch Just Spices, Benefit, ne? Dies, das, Ananas. Ich bin sehr, sehr gespannt und man konnte ihn sich personalisieren, sodass du aber ein Unikat-Produkt hast, was man rein rechtlich gesehen, glaube ich, auch gar nicht retournieren kann. Aber ich hoffe einfach, dass es gut ist, was hier drin ist und dass wir hier einfach 24 Momente voller Freude bekommen. Die Mütze habe ich übrigens von einer Zuschauerin bekommen. Passt ganz gut, denn meine andere Santa Claudi-Mütze ist gerade in der Wäsche. Die ist ein bisschen kürzer, die ist gestreift und ich finde sie ganz süß. Okay, also ich habe jetzt hier die Nummer 1 und da steht, wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Öffnen der Türchen. Du kannst dich jeden Tag auf hochwertige Produkte von tollen Marken freuen. Außerdem haben wir dieses Jahr unsere Verpackung umgestaltet. Der Umwelt zuliebe, lass dich überraschen. Deine Stella und Lisa, Gründerin von Meersur. Ne? Okay, wir starten mit einem Produkt von Coris. Das ist eine griechische Naturkosmetikmarke. Day Brightening Gel Creme mit 20 ml haben wir hier drin enthalten. Kann man auf jeden Fall ganz gut verwenden. Ich persönlich hätte es schön gefunden, wenn wir jetzt direkt den Advent auch gestartet hätten mit Produkten von Meersur. Aber gut, dann haben sie halt das erste Käppchen einer Fremdfirma überlassen. Am 2. Dezember wird darauf hingewiesen, dass man halt gerne die Umverpackung weiterverwenden kann oder das hier zum Beispiel als Geschenkanhänger verwendet. Ich werde das auf jeden Fall zum Neubefüllen verwenden. Okay, ja, Invisibobble haben wir hier drin, dreimal mit Hair Love Tech, das Original, The Traceless Hair Ring, das sind halt so drei Haargummis, das kostet jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 6,95 oder so. Kann man machen, aber haut mich jetzt nicht so um. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und ich lese jetzt nicht alles vor, was hier so drauf steht. Hier haben wir ein Drehgriffel von Leuchtturm 1917. Ballpoint Nummer 1. Okay. Also sind da vielleicht verschiedene Minen drin oder so? Ich kenne das jetzt nicht. Nö, das ist einfach nur ein Stift zum Schreiben. Ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Kann man machen, ne? Weiß ich nicht. Drehgriffel. Liegt wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr gut in der Hand, weil das so, ne, eckig ist. Also scheint super hochwertig zu sein, weil wenn selbst bei einem Kugelschreiber ein Beipackzettel mit dabei ist, dann heißt das schon mal was. Hier haben wir die Nummer 4. Und hier ist ein Kärtchen drin. Caress me. Reuse me as a card holder. Radiate Kindness, Compassion and Sunshine. Also du kannst es hier als Kartenhalter verwenden, dieses Plastikbriefumschlägchen. Und dann haben wir hier einen Anhänger drin. Schaut so aus, es ist in Gold. Ich weiß nicht, ob man auch irgendeine Schmuckfarbe oder so auswählen konnte. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür ich das verwenden sollte. Hat hier auch so Blinkies mit drauf, ne? Ja, dann hast du auch noch einen Rabattcode. Das wird wohl Ohrschmuck sein. Gut, du kannst es natürlich auch als ein Ohrring nehmen, dass du dir das so durchsteckst und durchdrehst. Aber dann hast du halt einen Ohrring, eine Mini-Kreole. Ja. Wenn es zwei davon wären, dann könnte ich mir das ja reindrehen und hätte dann quasi zwei Ohrstecker oder Ohrdreher davon. So ist es halt einer. Der Tag von Nikolaus fühlt sich etwas schwerer an. Und hier haben wir was von Dr. Pawpaw drin. Also bislang noch nichts von Meersur. Das hier ist for Lips, Cheeks and Skin with a Hint of Tint. 25 ml dieser Multipurpose Soothing Balm. Und das ist ja auch ein relativ gehyptes Produkt. Ich glaube auf TikTok, ne, geht das ziemlich ab. Kannst du so als Bronzer verwenden. Okay, an Nikolaus selber möchte ich jetzt wirklich was von Meersur hier drin haben, weil ich habe einen Meersur Adventskalender gekauft. Nein. Ich habe hier einen Gutschein drin von
Intimissimi, The Art of Italian Lingerie. Also du konntest natürlich auswählen zwischen Männer- und Frauen-Adventskalender. Ich habe die Damen-Variante gewählt. Das heißt, die Männer haben das jetzt wahrscheinlich nicht bei sich drin. Ich habe jetzt hier von Intimissimi einen Gutschein für einen gratis Slip im Shop, was natürlich schon irgendwie sinnvoll ist, weil die konnten jetzt natürlich nicht den Slip hier mit reinpacken. Macht ja auch durchaus Sinn, weil die gar nicht wissen, welche Größe die Dame dann halt so hat. Ne? Und ein 15% Online-Rabatt, okay. Okay, ja, das hat einen Wert von 10,99 Euro, steht hier hinten drauf. Und das kannst du dann hier mit dem Code machen. Und das ist bis zum 31.01. gültig. Deswegen ist es schon cool tatsächlich, ja. Aber nicht an Nikolaus, oder? Also, das hätten die vielleicht wirklich in die 5 oder in die 7 packen können. Aber an Nikolaus selber möchte ich schon was von mehr so haben. Eins von den personalisierten Sachen, die vielleicht hier drin sind. So, der 7. Dezember. Übrigens steht draußen auch manchmal so ein bisschen was drauf, was drin ist. Das heißt, das Wiederverwenden ist dann immer so eine Sache. Hier habe ich was von mir so selber drin. Das finde ich klasse. Das fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Das ist ein Säckchen und in diesem Säckchen befindet sich, so hat es mir das Kläppchen schon verraten, eine Schlafmaske, was auch ganz toll sein kann. Also gerade wenn man so drüber nachdenkt, über die Feiertage fährt man halt öfters mal weg und dann hast du vielleicht jetzt in dem Gästezimmer nicht unbedingt eine Jalousie oder so oder in dem Hotelzimmer. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und der Adventskalender erinnert mich vom Design her sehr an die aus dieser ganzen Metacrew-Geschichte auch. Also auch hier Pinkbox und so weiter. Ne? Hier habe ich auch wieder was für die Haare mit drin. Auch wieder ein Gutschein mit dabei. Also hier haben wir eine Haarklammer von bei Vivi. Schön. Eine Haarklammer. Ja, okay. In der Nummer 9 dürfen wir uns über die Informationen über die 10 schönsten Weihnachtsmärkte freuen. Und wir haben den 24 Hours Brow Setter von Benefit hier mit da drin. Das finde ich super. Den mag ich sehr gerne. 2 ml ist leider nicht die Originalgröße. Das ist schade bei dem Preis für den Adventskalender. Aber das ist ein großartiges Produkt. Also ich mag den sehr gerne. Hab den immer im Backup auch da. Der tackert die Augenbrauen fest und macht wirklich ein schönes Ergebnis. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. In der Nummer 10 wird es mit etwas Großem weitergehen. Das finde ich schön. Oh, okay, ja, es ist was zum Essen. 125 Gramm von Balsen, das Winterkonfekt mit Persipan und Marzipan. Passt auf jeden Fall in einen Adventskalender generell, definitiv. Aber ich würde es jetzt ganz ehrlich nicht in diesem Adventskalender sehen. Es ist ein schönes Goodie so mit dabei, aber... nee. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl. Hier habe ich wieder ein Säckchen drin. Ach, das ist super. Das ist von mir so selber. Das freut mich. Ich frage mich nur, warum die halt ihre Produkte nicht in diese Hauptkläppchen, sage ich mal, mit reinpacken. Das hätte ich jetzt eher anders gemacht. Und das ist personalisiert. Und ja, man konnte sich die Farbe aussuchen, man konnte sich den Schriftzug aussuchen. Und es, uns ist allen bewusst, dass ich da Julius habe drauf machen lassen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch aus echtem Leder oder so. Also sehr hochwertig. Ich glaube schon, dass es echtes Leder ist. Und ja, das ist halt ein Kartenhalter und das finde ich ganz schön. Da wollte ich dann auch seine Krankenkassenkarte reinmachen und so und alles, was man so halt noch braucht, ne? Dass er das halt für sich hat. Oder ich bewahre das halt auf, dass er das so zu seinem 18. oder wann auch immer bekommt. Ich fand es ganz schön und ja, habe mir gedacht, das kann man auf jeden Fall wohl machen. Und dann ist es hier noch in so einem schönen Säckchen drin. Das ist schon hochwertig gestaltet. Das ist auch, glaube ich, der Grund, weswegen der Adventskalender dann auch so einen Wert haben wird. Ne? Das ist schon schön, ja. Aber ich brauche sowas tatsächlich vermehrt hier drin und weniger so Kekse. Halbzeit, die Nummer 12. Ja, noch sowas, ne? Ein gutes Produkt, aber brauche ich nicht in einem solchen Adventskalender finden. Bin ich vollkommen ehrlich. Von Be Natural ist es der... der Lippenbalsam mit Granatapfel, also das finde ich halt einfach irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, feiere ich halt nicht so, nie. Ja, und auch wenn ich mir jetzt nach der ersten Halbzeit den Adventskalender angucke, finde ich es nicht so überwältigend. Also der Advent ist mit dem Adventskalender jetzt noch nicht so bombastisch gestartet. Die Nummer 13 fühlt sich sehr leicht an und hört sich nach Gutschein oder so an. Anna Rosa Liesenfeld, nie. Da ist was drin. So ein, ne? Umschlag. 10% geschenkt. Ja, hast hier wieder einen Gutscheincode am Start. Und ein Smiley-Armband. Also, jetzt mal im Ernst. Den Adventskalender packt doch wahrscheinlich jemand aus, der halt auch die 169 über hat. Und der auch normalerweise bei dem Meersor-Shop halt so Kunde ist. Ich glaube, die Person feiert jetzt nicht so ein Smiley-Armband, oder?
Ja, und dann hast du halt noch 10% geschenkt, das ist nett, aber ich brauche jetzt keinen Gutschein-Adventskalender haben, das hatten wir letztes Jahr mit nix, das hat gereicht. Die Nummer 14, hier haben wir ein Hörspiel auch irgendwie mit drauf, da kannst du den QR-Code scannen, das finde ich ganz süß gemacht. Hier haben wir Hi6 All-in-One Cable von Mählen. Hä? Schaut so aus. Das ist jetzt ein technisches Produkt, ja. Als Schlüsselanhänger und dann hast du das wie so ein wie so ein Taschenmesser, dass du verschiedene Anschlüsse hast von USB und so, und das ist schon ganz cool. Das ist praktisch. Sowas kann man auch gebrauchen, ne, für seine Handys und so. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Praktisches Produkt, aber auch sehr random hier in dem Adventskalender. Okay, mache deinen Liebsten eine Freude. Dann noch weiterhin hier Werbung drauf für mehr so, dass du Geschenke personalisieren kannst. Ach, guck mal, hier haben wir eine Maske drin. Sanssouci Moistureholic Fleece Maske. Die habe ich letztens noch gemacht. Hatte ich in einem Adventskalender auch drin mit Hyaluronsäure. Die ist ganz gut, ne? Die Nummer 16. Hier habe ich Commodity Milk 5 ml. Sense-Based Expressive for Me and the Many Around Me. Okay. Ich glaube, das ist, genau, ich hatte schon mal Commodity Paper und das ist jetzt Commodity Milk. Das Parfum hatten wir, glaube ich, mal, oh Gott, wo hatten wir das denn? In der Goodiebox hatten wir das öfters auch mal drin. Das riecht aber gut. Sehr süß, also das hat irgendwie auch ein bisschen was von Karamell oder so. Ganz interessant. Also ich habe es jetzt nicht gesprüht, weil ich mir erstmal die Duftnoten auch durchlesen wollte, was ich so darüber finde. Aber bei den Commodity-Düften ist es immer so, dass es sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Person anpasst, also dem pH-Wert der Person und so. Also es riecht gefühlt auf jedem anders. Das ist ganz interessant. Meine ich jedenfalls, dass es bei denen so war. 5 ml ist jetzt nicht so allzu viel, aber es ist immer ein Parfum, was ich ganz schön und passend finde zu dem Adventskalender. Eine Woche vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 17. Dezember und hier ist auch etwas drin. M2 Beauté ist sehr, sehr hochpreisig. Also das wird jetzt den Preis auch sehr krass hochtreiben. Eyezone Conditioning Care Complex. Das ist also nicht das, was wir in anderen Adventskalendern schon gefunden haben, glaube ich. Eyezone Conditioning. Also, müssen wir uns mal eben kurz durchlesen. Also, der effektive Eyezone Conditioning Care Complex für Wimpern und Augenbrauen unterstützt das Wachstum und bietet Pflege sowie Styling. Auf Basis hochwertiger Peptidkomplexe lässt der reichhaltige Conditioner die Härchen unglaublich glänzend und geschmeidig werden und verlängert sie leicht. Der Wirkstoff der Acai-Beere verbessert zusätzlich ihre Widerstandsfähigkeit und erzeugt einen natürlichen Schutz für schön geformte, glänzende und gesunde Wimpern und Augenbrauen. Ja, also es ist doch dann irgendwie auch so zu Wimpernwachstumsgeschichte. 2 ml sind hier drin. Hatten wir so ähnlich auch schon woanders, ne? Das ist ohne Hormone, das ist halt auf diesem Peptidkomplex basierend. Das passt jetzt auch wieder zum Adventskalender, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir jetzt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, so langsam unseren Flow gefunden haben. Hier haben wir wieder was von Sanssouci mit dabei. Ein Beauty-Elixier-Aufpolsterung mit 2% Hyaluron, ein Serum. Ja, das kann man machen. 15 ml sind hier drin enthalten. Und das macht dann Feuchtigkeit. Kann jeder im Prinzip verwenden, weil jeder Hauttyp kann ja Feuchtigkeit gebrauchen. Ist eine schöne Glasgeschichte. Das passt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was Sanssouci sonst so irgendwie bei den Produkten an Wert mit dabei hat. Ob das passt zu Meersoa, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Nummer 19. Okay, also hier haben wir ein Spekulatius-Gewürz von Just Spices drin, was ich an und für sich gut finde. Passend zum Adventskalender, passend zur Adventszeit, aber nicht unbedingt passend hier. Also ich habe ja auch eine Kooperation mit Just Spices, da könnt ihr mit Just Claudi sparen. Ich glaube aktuell 5 Euro auf den Adventskalender oder da ist so eine Mega-Aktion auch irgendwie am Start. Schaut einfach mal gerne dort vorbei und dann spart ihr nochmal zusätzlich mit meinem Code. Aber ich finde, dass es einfach in diesem Adventskalender nicht ganz so gut aufgehoben ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Also ich stelle mir ja immer eine Person vor, die Adventskalender auspackt und fragt mich, wer ist dann tatsächlich die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist für mich eigentlich auch bei solchen Shops dann diejenige, die dort auch regulär einkauft oder die potenzielle Neukundin, die dann ja gewonnen werden soll durch den Adventskalender. Das ist halt die Frage, ne? Ich bin immer auf der Suche nach dem Sinn von den jeweiligen Adventskalendern. Macht gerne mit in den Spekulationen, yay, in der, hier, in den Kommentaren, wow. Die Nummer 20.
Ja, auch Foamy passt meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Das ist ein festes Gesichtspeeling, normale bis fettige Haut. Ist eine Full Size, was ich positiv finde, aber ich verwende sowas zum Beispiel gar nicht, weil ich nicht so gerne mechanische Peelings verwende, mit meiner sensiblen Haut halt. Und es auch tatsächlich nicht ganz so hygienisch finde, ein Produkt zu verwenden, was dann ja auch immer wieder offen rumliegt, in Anführungsstrichen. Das ist nicht so ganz meins fürs Gesicht, ne? Nee. Ist aber viel hier einfach persönliche Präferenz, ne? Die Nummer 21. Wir sind übrigens Richtung Endspurt Heiligabend, auf dem Endspurt Richtung Heiligabend. Und hier haben wir ein wunderschönes Aubergine-Tönchen von Kia Charlotta, ein Vegan Nail Polish. Breakfast in Bed ist natürlich eine tolle Farbbezeichnung, Frühstück im Bett. Hier haben wir einmal den Nagellack. Ich weiß nicht, ob das eine Originalgröße ist oder ob das eine kleine Größe ist mit 5 Millilitern. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe und das passt. Oh, die Nummer 22 ist schön schwer. Hier haben wir, glaube ich, auch wieder ein festes Produkt drin. Oh ja, Natural Products Coco Rose. Eine Handmade Natural Soap. 110 Gramm. Also wir sollen Richtung Heiligabend uns nochmal die Hände waschen. Oh, das sieht aber schön aus. Hier hast du richtig so Blüten mit dabei, ne? Das ist schon cool. Riecht auch sehr, sehr angenehm. Also das kann ich mir vorstellen. Der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend, darf uns nochmal ein bisschen, also das Kläppchen hätte tatsächlich auch gereicht, dass NYX hier eine größere Größe reingemacht hätte. Also das Produkt an sich passt zum Vibe des Adventskalenders. NYX will das, NYX, das Will Prodigieuse, das ist ein Trockenöl mit 10 Millilitern. Das kannst du für Gesicht, Körper und Haare verwenden. Gibt es auch in einer floralen Richtung, die auch sehr, sehr schön ist. Aber ja, ne, ist halt eine kleine Geschichte, das, ja, hätte vielleicht ein bisschen größer sein dürfen. Ne? Ihr bekommt NYX, glaube ich, auch bei Purish. Da könnt ihr aktuell auch noch mit Claudies Welt 20% auf alles sparen, außer auf Adventskalender. Aber auf manche Adventskalender gilt Claudies Welt 15 für 15% Rabatt, zum Beispiel auf den Nabla Adventskalender. Schaut gerne mal dort vorbei. Ich habe euch das auch mal in der Infobox verlinkt. So, die Nummer 24 muss jetzt wirklich nochmal richtig einen raushauen. Aber so richtig doll. Auch das ist personalisiert, finde ich aber auch sehr, sehr schön. Von Leuchtturm 1917, Denken mit der Hand. Das passt natürlich jetzt, natürlich perfekt mit dem, ne, Schreiberling zusammen. Das ist gut tatsächlich. Und da habe ich mir auch einmal Julius drauf personalisieren lassen. Und sowas ist natürlich schön. Ne? Also da hat man dann hier so einen Block und dann kann man da reinschreiben. Ach, guck mal, da haben ganz viele Menschen was reingeschrieben. Und ne, das hat einfach Blankoseiten. Hier vorne haben wir auch noch Inhalt. Da fühlt man sich ein bisschen wie Carla Kolumna, wenn man auch sowas schreibt, würde ich mal so sagen. Finde ich ganz süß eigentlich. Und eine schöne 24 auch wohl. Doch. Vor allem, wenn wir ja auch schon vorher den Stift drin hatten, das passt. Und eben weil dieser Adventskalender halt durch die Personalisierung schwierig zu retournieren ist, finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass Leute wie ich hier auf YouTube für euch die Unboxings machen. Das sehe ich halt auch irgendwo als meinen Job, ne? Und wenn ich mir den Inhalt so angucke, würde ich euch einfach dazu raten, dass wenn ihr die Produkte, die ihr hier gesehen habt und toll fandet, unbedingt haben möchtet, dass ihr euch die so separat kauft und nicht den Adventskalender. Weil der ist schon sehr, sehr bunt zusammengewürfelt mit dem ein oder anderen Gutschein mit dabei und auch Füllprodukten, die eigentlich hier nicht so reingehen. Gehören, die natürlich die Adventszeit versüßen, also gar keine Frage. Ich finde Kekse und auch so, wenn eine Kerze drin gewesen wäre oder so, feiere ich total, finde ich auch total super. Aber ich brauche es nicht in einem so hochpreisigen Adventskalender. Ich war ein bisschen gespannt darauf einfach, was mehr so sich so überlegt hat, was sie hier reinpacken wollen. Ich glaube, letztes Jahr war der auch recht gut und da wollte ich mich einfach mal selbst davon überzeugen und muss einfach sagen, ein Großteil, der hier auf meinem Tisch liegt, wird gar nicht so von mir verwendet werden. Ja, aber ich freue mich tatsächlich über die beiden personalisierten Produkte. Was meint ihr? Wie findet ihr den Adventskalender? Feiert ihr den? Findet ihr das toll, dass hier so eine Auswahl dabei ist? Oder hättet ihr es lieber gehabt, dass das Ganze sich mehr auf ein bestimmtes Thema bezieht? Also schreibt es gerne in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Ob wir jetzt wirklich 350 Euro wert haben, mal gucken. Also die Gutscheine, die halt mit Mindestbestellwert sind, lasse ich dann mehr oder weniger außer Acht, ne? Weil das ist ja auch eh prozentual, das ist schwierig. Also ich feiere den definitiv nicht so. Da könnt ihr euch besser andere Adventskalender anschauen, die themenbezogener sind. Da habe ich euch auch ein paar in der Infobox verlinkt, die ich sehr, sehr gut finde. Und ja, das wäre es hier von mir gewesen. Ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.